Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Smokers News Video Talk rund um das Messeschaufenster, das 16. Messeschaufenster von Smokers News. Wir haben einen weiteren Gesprächspartner, den Gesprächspartner diesmal ist Oliver Kopp. Oliver Kopp, Kopp Pipes, natürlich bei uns ein bekannter Gesprächspartner und bei Ihnen, dem Zuschauer auch. Wir haben wunderschöne Videos schon gedreht und wir sind jetzt bereit, die nächste Stufe zu gehen und dazu begrüße ich natürlich den Oliver. Herzlich willkommen. Hallo Peter. Schon wieder. Schon wieder. Gar nicht so lange her. Ne? Oliver, wir waren im Sommer ein bisschen spät dran, haben also relativ spät berichten können, aus Gründen, die du uns ja auch damals schon rübergebracht hast. Jetzt im November dann eigentlich die Herbstaktivitäten aus eurem Hause, das, was normalerweise am 17. September in Dortmund, wenn wir eine Messe gehabt hätten, präsentiert worden wäre, war aber nicht da. Wir sind froh, dass du da bist und dass du uns jetzt mal erklärst, was wir heute hier gemeinsam unseren Zuschauern vorstellen. Und ich sage einfach mal à votre ressorté, weil wir fangen ein bisschen Französisch an. Du bist mir milde hier. So. Ja, Französisch, die französische Pfeifenkultur ist eine bestehende, die sich in den letzten 300 Jahren auch präsentiert und durchgesetzt hat, aber natürlich immer mit anderen Ländern auch in Konkurrenz war. Wo stehen die Franzosen heute? Um die französische Pfeife ist es leider gar nicht so gut bestellt. Also als ich 18 war, bin ich das erste Mal zu Chacon gefahren, habe dann die Mundstücke dort, tausende von Mundstücken durfte ich polieren über 2 Wochen und nebenbei noch ein bisschen Französisch gelernt. Und da gab es noch sehr viel mehr Mitarbeiter als heute. Damals gab es ja auch noch Butz Chacon. Die haben inzwischen ihre Produktion eingestellt. Und als Unternehmer möchte man auch in Unternehmen tatsächlich keine Firma in Frankreich führen müssen, weil die Gewerkschaften sind so stark, die Strukturen sind so unflexibel und es ist sehr schwierig dort. Jetzt haben die sich mehrfach gesund geschrumpft. Chacon hat auch tatsächlich nochmal Geld in die Hand genommen, ist umgezogen in moderneres Firmengebäude vor, ich meine, 3-4 Jahren. Das ist eine alte Diamantschleiferei. Und aber die haben unglaubliche Schwierigkeiten, Holz zu bekommen. An Neuheiten war, muss ich leider so sagen, dieses Jahr nicht wirklich viel los. Wir haben noch so ein paar Nachzügler, die haben wir ja auch vorgestellt in unserem Newsletter. Ich habe es da dann auch dabei. Und Saint-Claude ist ursprünglich das Mekka der Pfeife. Da waren die Mönche, haben ihre Kathedrale gebaut in diesem schönen Tal im französischen Jura. Und haben da Diamanten geschleift, gibt es das Diamantenmuseum, das Pfeifenmuseum und über die, da das ein Mekka war für die Mönche, die haben da auch gedrechselt und so kam dann durch die Drechselei kam dann irgendwann dann auch die Pfeifenproduktion ins Spiel. Ursprünglich wie die vielen anderen wurden andere Hölzer verwendet, Kirschhölzer beispielsweise. Und später dann, als dann die fantastischen Eigenschaften des Bruyères entdeckt wurden, wie hitzeresistent das tatsächlich ist, hat man sich dann an diesen Hölzern probiert. Und das war die sozusagen die Wiege und erst später kamen dann die Engländer dazu, die dann in der Ursprungszeit auch die Hölzer aus Frankreich bezogen hatten. Die haben sie dann in England zu Ende gefertigt, also gekittet, Mundstücke dran, neue Oberflächen, Silberapplikation etc. Und ich meine dann zum Schluss dann tatsächlich auch erst die Italiener. Aber ich bin kein Pfeifenhistoriker, man sehe es mir nach. Das reicht uns ja auch. Ja. Wir wollten ja nur einen guten Einstieg finden, damit wir nicht gleich bei den News sind. Aber News sind natürlich immer unser Thema und insofern freue ich mich natürlich, dass du 3 neue Produkte, die wir aktuell jetzt hier bei uns auch vorstellen werden, die in den Handel gegangen sind oder noch gehen, das wirst du uns gleich erklären. Ich wollte einfach sagen, let's go mit den 3 neuen. Also wir haben die Serie Lion, die gibt es schon länger im französischen Programm bei Chacon. Wir haben sie jetzt aufgenommen, weil er hatte sie tatsächlich auch an Lager und lieferbar.
diese mit einem abgesetzten Stecker. Es handelt sich hier um eine Metallapplikation aus Aluminium. Erinnert ein bisschen an die alten Systempfeifen von PPP Deluxe, okay, von Petersen. Genau, das hier wäre die modernere Variante. Dazu gibt es noch passend ein Hängermodell. Liegt dann bei 119 Euro im Verkauf. Ab sofort lieferbar. Zwei Modelle, genau. Ja. Okay. Dann gibt es... haben wir wieder neu, ein Relaunch sozusagen. Die Carbonpfeife gibt es sowohl in Schwarz als auch in Silber. Mein Chat ist auch bestellt, ich komme schon langsam gar nicht mehr mit. Gibt es in 6 Modellen, auch hier mit einem Aluminiumring. Sehr sportive Optik, kostet 169 Euro. Jetzt wieder in unserem Programm. Neu. Nicht. Also, die ragt ja so ein bisschen aus der Normalität heraus. Ja, ist schick, ist modern. Ja. Schön. Carbon ist ja ohnehin angesagt. Und dann auch nochmal das Modell 871, ist übrigens das meistverkaufte und beliebteste bei Charcom, liegt wunderbar in der Hand. So eine Diplomat-Variante, kann man sagen. Das ist jetzt hier die Serie Alpina in geölt. Und ein Messingring ist eingelegt zwischen zwei Bruyère-Ringen und das Ganze liegt bei 125 Euro und gibt es auch in 6 Modellen, wobei erst 4 im Haus sind. Das ja, also das war sozusagen unser Ausflug mit der Firma Kopfhals nach Frankreich. Wo kommen wir jetzt hin? Was machen wir jetzt? Ja, jetzt machen wir kurz einen Hüpfer auf die Insel. Barling-Pfeifen haben wir ja angekündigt, haben wir die weltweiten Vertriebsrechte. 1812, established in London, von Benjamin Barling. Tatsächlich uralte Pfeifenproduktion, aber der Herr Benjamin Barling war tatsächlich noch ein Silberschmied und hat mit seinen wunderbaren prämierten Silberarbeiten damals Meerschaumpfeifen der feinen Gesellschaft aus dem Stadtteil Marylebone und später auch internationale Märkte dann beliefert. Und ja, so waren die Anfänge der Firma Barling. Später haben sie sich eine eigene Bruyère-Firma zugelegt, also haben Pfeifen auch erst zugekauft in Frankreich, dann später haben sie auch Bruyère-Pfeifen selber produziert. Wurden dann in den 1970ern dann verkauft an die Firma Imperial Tobacco und die hat dann die Firma leider geschlossen. Mhm. In der Zwischenzeit ist so ein bisschen Schindluder betrieben worden von Leuten, die nicht allzu viel Gespür hatten für Pfeifen. Dann gab es dänische Barling-Pfeifen von Erik Nörding, hat mit dänischem, mit englischem Styling nicht wirklich viel zu tun. Wir haben sowohl die amerikanischen Namensrechte als dann auch die europäischen zusammengekauft. Die waren bei unterschiedlichen Firmen und jetzt weltweit haben wir die eintragen lassen. In England Pfeifenproduzenten zu finden ist ausgesprochen schwierig. Wir wollten eigentlich dorthin wieder zurück, waren mit Legenden wie Les Wood in Kontakt oder auch kleineren Produktionen, aber die wollten und konnten uns nicht bedienen aufgrund personeller Kapazitätsmängel. Und jetzt wird einen Satz, den ich mir eingeprägt habe, den du geschrieben hast. It's Barling, Darling. Der hat mir gefallen. Ja, das war so naheliegend. Ich habe viel alte historische Literatur gewälzt, aber seltsamerweise kam ausgerechnet sowas da nicht vor. Also, aber. Ich fand den nicht so schlecht. Bleiben wir noch in England? Oder? Ja, ich zeige hier mal ein paar Musterbeispiele. Das ist die Serie Trafalgar mit einem eigens für uns gefertigten Silberring. Der ist gegossen, aber ist in Hammeroptik. Dann haben wir das alte Barling-Logo ersetzt durch einen Löwenkopf. Überall in London findet man Löwen, beginnt ja auch mit dem Wappen schon, mit dem Stadtwappen. Keine Stadt, in der es so viele Löwen gibt. Hier gibt es noch die sandgestrahlte Variante. Insgesamt haben wir hier 12 klassische Shapes anzubieten. Und auch eine wie sieht die? Ja, es gibt noch eine ganz helle Variante. Und das Die ist noch gar nicht bei uns im Online-Shop, gerade frisch eingetroffen. Benjamin heißt die Serie.
mit einem breiten Sterling-Silberband, klassisch graviert. Hier beispielsweise eine Lowart-Pfeife, dann in einem ganz tollen Tenschel-Farbton. So brauchen wir auch entsprechende Holzqualitäten. Die liegt dann bei, na, wo liegt sie denn? Bei 149 Euro, bei 165 Euro und 179 Euro. So, das ist dann nochmal in Bordeaux, ganz elegant. Schaut edel aus. Oliver, das sieht klein, fein, aber trotzdem dick. Also ein bisschen elefantenmäßig aus, oder? Ja, wir haben ja die Namensrechte an White Elephant, die Firma vom Herrn Maderholz, haben wir ja gekauft. Und jetzt beleben wir dann tatsächlich wieder die Kultur der Pfeife, denn die Firma Maderholz hat begonnen mit der, das sind die Wurzeln, der Robert Maderholz hat kurz nach dem Krieg die Pfeifenproduktion angeschmissen. Und das war zwar nur eine sehr kleine, damals 50.000, heute wäre es eine große. Und ist aber über die Jahrzehnte in Vergessenheit geraten. Also wir schließen da jetzt wieder an. Die Maschinen stehen im Schuppen nebendran. Da gibt es noch ein paar tatsächlich. Und ja, dann machen wir ein rundes Programm daraus. Haben Filter, haben Reiniger. Pfeifen machen da einfach Sinn. Jetzt haben wir begonnen mit diesen hier. Da gibt es insgesamt 6 Modelle. Es sind auch ein paar kleinere dabei. Oder diese beiden sehr populären liegen fantastisch in der Hand. So eine schöne, kompakte Apple. Und ja, hier so eine Diplomat-Variante. Mit weißem Mundstück und kleiner Stahlkugel eingesetzt. Also haben wir im dritten Quartal vorgestellt. Erstaunlich gut Abverkäufe, kam gut an. Preis, Leistung stimmt. 89,99 Euro ist ein neuer Hersteller, den wir entdeckt haben und der für uns das produziert. Die Qualität sind wir sehr positiv überrascht. Auch mit den Hölzern fantastisch, keine Kompromisse, hatten wir kaum Ausschuss. Also war traumhaft. Ja, das ist auch schon die nächste Serie. Wir haben gedacht, gut reisen, ein bisschen später, wollen wir nicht gleich schon mit der nächsten Serie starten, es wird ein bisschen viel. Das ist die Serie Serengeti, hier mit Bruyère-Applikation. Diesmal die halbrunde Kugel aus gleichem Material, auch Bruyère. Das Ganze ein bisschen länger gestaltet und ja, ab Januar online. Auch jetzt schon im Haus, auch hier tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Pfeife kann ja was, 109 Euro, 119 Euro. Entwerft die bei euch? Wunderbar. Also nein, wirklich, das sind richtig sehr schöne Fragen. Hatte ich dich noch nie gefragt. Ich hatte irgendwann mitbekommen, dass ihr irgendeine kreative Mitarbeiterin im Hause auch habt. Aber das jetzt später die Elefanten-Serie, also Elefanten-Serie bei euch, bei dir im Kopf und auf dem Zeichenblock entstehen, das wusste ich nicht. Das wissen bestimmt viele unserer Zuschauer nicht. Ich bin Chefdesigner für Red Race natürlich, Barling und White Elephant. Ja, gut. Also, Kompliment. Kann ich mich. Sehr schön getroffen. Dankeschön. Gute Sache. Kompliment. Darfst du weitergehen. Danke. Ist auch meine Passion. Das. Ja, Frankreich, England, Deutschland. Ja, wo sind wir jetzt? Dublin. Welcome to Ireland. Ireland. Ja, Petersen hatten wir leider enorme Lieferschwierigkeiten dieses Jahr. Zuerst hatten die Lockdown. Dann ging es mal wieder auf, dann hatten sie kein Holz, dann war das Holz schlecht, dann haben wir nur noch Sandgestrahlte bekommen, nur noch rustizierte. Oder Pfeifen, die wir dunkel einfärben, die dunkel eingefärbt wurden. Alles in allem waren wir da nicht so happy. Auch die Lieferzeiten waren eine Vollkatastrophe. Halloween haben wir noch ein paar, ja, ist zwar bereits vorbei, aber die kamen wirklich sehr, sehr spät, sind aber gut gelungen. Bisschen Farbe ins Spiel bringen, ne? Ja. Rot-Schwarz mit Silber, mit Metallolive liegt bei 149 Euro. Von den 6 Modellen haben wir noch 4 lieferbar, aber auch nur noch in überschaubarer Stückzahl. Ja,
kann es kaum glauben. Das sind die Christmas-Pfeifen. Mhm. Diesmal 6 Sherlock Holmes-Pfeifen. Also insgesamt international wurden 14 angeboten. Wir haben uns die 6 meistverkauften Modelle ausgesucht, jeweils in Sand gestrahlt und glatt. Und die sind heute gekommen. Also erst der Schub vor 2 Wochen, Nachlieferung diese Woche. Wir haben überall die Bestellungen deutlich reduzieren müssen, weil die Abverkaufszeiten einfach viel zu niedrig sind. Sonst nehmen wir das alles mit ins erste Quartal und dann sagen die Leute, Mensch, das sind alte Pfeifen, mach mal gute Preis. Ja. Die ist jetzt aber tatsächlich schon ausverkauft bei uns. Die letzte, die wir haben, ist dieses Squire-Modell, noch 7 Stück. Wenn das Video online geht, sind die dann auch weg. Eine schöne Pfeife, die wir außerdem noch im Programm haben, ist die PPP Rustik. Hat einen tollen Preis, ist sehr gut verarbeitet. Tiefe, wilde Rustizierung. Liegt bei 119 Euro mit Acrylmundstück. Gibt es mit Fishtail und Normalbiss. Liegt auch, PPP ist ja Klassiker, hat diese Unterbohrung. Da sammelt sich das Kondensat und das Teer. Und es tritt nochmal eine Luftverwirbelung statt. Dafür ist ja Petersen bekannt. Ja, und hier nochmal so ein paar kleine Filter, ohne Filterspezialitäten, neue Modelle, hier gezeigt in der Serie Arclow, die liegt bei 129 Euro. Haben wir jetzt mal 3 Modelle bestellt. Testen ist natürlich ohne Filter, ist immer eine Spezialität. Proportion ist ca. 95% zu 5% 9 mm gegenüber ohne Filter, aber sind wir selber Fans von. Ja, und dann hoffen wir, dass da bald wieder die Dinge normal anlaufen. Von Petersen wurde uns gesagt, dass nach wie vor, das ist ein Gerücht, das sich dort hartnäckig hält. Ich weiß es nicht, aber ich habe es jetzt von so vielen Leuten gehört, von so vielen Lieferanten, also angeblich ziehen die Chinesen durch Italien und zahlen weitaus bessere Preise, als das bisher der Fall war. Neulich waren wir noch bei 40%, jetzt habe ich schon gehört von Preisen bis zum Doppelten. Dann wird dann angeblich noch Cash bezahlt, sagt kein Italiener. Nein, darf man das sagen? Ist das politisch korrekt? Naja, also auf jeden Fall, daher rührt wohl angeblich auch der Rohstoffmangel. Wir hoffen, dass da bald wieder Ruhe einkehrt, aber... Olle, was mir auffällt, es sind eigentlich durchweg relativ kleine Pfeifenköpfe. Also es gibt 2-3 Ausnahmen jetzt, ja. Aber ist es so der Trend, dass die Pfeifenraucher so ein bisschen auf die kleinen, feinen Köpfe aus sind? Liegt das an bestimmten Bedingungen, dass wir draußen vielleicht nur noch kurz rauchen können? Und ich meine. Also den Trend mag ich nicht bestätigen. Also gerade in Deutschland werden ja, viel größere Köpfe, also in den USA ist dann ganz verrückt, da sind es dann nur noch die Riesenkloben. Meinst du, die alten Männer, so wie ich, die haben die größeren Köpfe gelernt? Ja, in Deutschland wird schon gern großformatig geraucht, das ist so. Das hier, also die kleinen sind so die Ausnahmen. Ich würde jetzt auch sagen, das ist schon, das ist ja schon eine große Pfeife, XL02 von Petersen, auch ein Klassiker, 315. Ja, wir haben bei der Barling haben wir versucht, einfach mal auf so eine Normalgröße zu gehen, weil wir die auch international verkaufen wollen, dass wir so die... Na, war jetzt so eine spontane Frage, weil ich, wenn ihr die alle seht, bis sehr filigran. So die letzten Jahre war eigentlich kurz und kompakt. Ja, aber bei trotzdem normalem Tabakhammervolumen, das war sehr populär. Und jetzt mal schauen, wo der nächste Trend so hingeht. Ja. Oliver, das waren die Pfeifen aus dem Hause Cobb Pipes. Ich bin begeistert von eurer Website und ich möchte dich bitten, diese Website auch unseren Zuschauern noch mal ans Herz zu legen. Da tut er ja auch vieles und vor allen Dingen Informatives. Und ich denke, es ist immer, wenn man zwischendurch mal nicht weiß, wo man hin soll, wenn man Pfeifenraucher ist und sich für Pfeifen interessiert, dann sollte man mal da nachgucken. Cobb Pipes, Pfeifenraucher, die Website von euch? www.cobb-pipes.com. Jetzt fast wöchentlich Neuheiten, ja. Okay. Oliver, hast du noch einen Wunsch, den du rüberbringen willst?
Ich bin wunschlos glücklich. Ah. Also in 10 Tagen. Das ist sensationell, liebe Zuschauer. Ein wirklich glücklicher Oliver Kopp, den wir heute hier verabschieden dürfen. Ein gutes Gespräch mit vielen Informationen, mit schönen Pfeifen, die noch ein bisschen was jetzt auch so im Weihnachtsgeschäft vielleicht Weihnachtsspaß bringen. Die Fachhändler, die nochmal gucken sollten, dass sie das ein oder andere Produkt nochmal in den Mittelpunkt stellen. Und natürlich für Sie, liebe Freunde, Kopp-Hypes. Immer nachschauen. Immer neue Produkte, immer viel Spaß. Und wie wir aus unseren vorherigen Videos wissen, das, was der Oliver uns hier erzählt, kommt immer gut an. Vielen Dank, Oliver. Dankeschön. War das schon bezahlte Werbung? Ja. War das bezahlte Werbung? Ja. Ciao. Bis zum nächsten Mal.